Vor einigen Wochen wurde ich von der Nachrichtenagentur IDEA für den Podcast Idealisten angefragt. Durch mein Video Religiöser Missbrauch an Körper, Geist und Seele ist IDEA auf mich aufmerksam geworden. Ziel des Podcasts ist es, die Person dahinter besser kennenlernen zu können. Und im Laufe des Gesprächs kamen wir schnell auf das wichtige und brisante Thema religiöser Missbrauch zu sprechen. Die Folge war für mich nicht einfach, aber sie war notwendig. Mit diesem Podcast möchte ich einen wichtigen Beitrag leisten. In dieser Episode sprechen wir über wichtige Themen wie sexuelle Gewalt unter dem Deckmantel der Religion. Warum Deckmantel und warum Religion? Weil die Bibel in solchen religiösen Kreisen dafür ausgenutzt wird, um Missbrauch zu legitimieren und Religion auf Gesetzlichkeit beruht und nichts mit Freiheit aus Gnade gemein hat. Es ist wichtig, dass auch in den Freikirchen Themen wie Missbrauch nicht länger ignoriert werden. Zwar setzen sich einige Personen bereits für dieses Thema ein, doch es sind nicht viele. Ich will nicht zu denjenigen gehören, die Bescheid wussten und nichts dagegen unternommen haben. Der eine Weg ist, darüber zu schweigen und die Augen vor dem zu verschließen, was mit Glaubensgeschwistern passiert. Ein anderer Weg ist, es offen anzusprechen. Und ich habe mich für den zweiten Weg entschieden. Ich möchte darüber, was Kindern und vor allem Frauen in Freikirchen passiert, nicht länger schweigen. An dieser Stelle möchte ich gerne Ulrich Pazani zitieren, der sagt, wer schweigt, fördert, was im Gange ist. Einige meinen, dass es sich bei den Betroffenen nur um Einzelpersonen handelt. Was ich persönlich nicht glaube und auch anders wahrnehme, doch selbst wenn es so wäre, jede vom Missbrauch betroffene Person ist eine Person zu viel. Aus Angst sprechen nur wenige Personen den selbst erfahrenen Missbrauch an. Und wenn sie diesen Mut doch aufbringen, werden sie zur Vergebung und zum Schweigen aufgefordert, um den Frieden nach außen hin zu bewahren. Das muss aufhören. Diese Betroffenen brauchen eine Stimme. Und wir brauchen mehr Offenheit, Missstände ehrlich anzusprechen. Offenheit bringt Licht ins Dunkel. Da, wo Licht hineinkommt, da muss die Dunkelheit fliehen. Gott möchte seinen Kindern Freiheit schenken. Er spricht von der Wahrheit, die frei macht. Zur Freiheit hat uns Christus berufen. Mir ist es wichtig zu betonen, dass es mir bei all dem nicht darum geht, Menschen oder Gemeinden schlecht zu machen oder sie anzugreifen. Ich spreche ohne Bitterkeit und ohne Wut. Das wirst du in diesem Podcast hoffentlich wahrnehmen können. Meine Motivation ist Liebe für die Betroffenen und der Wunsch, diesen Personen helfen zu können. Wenn du magst, dann teile gerne diesen Podcast, damit so viele wie möglich davon hören können. Und bitte, lasst uns für die betroffenen Menschen gemeinsam beten.